Ich werde jetzt der täglichen Spielerkarriere weiterspielen mit Scheiber Nonda beim Montpellier Herald. Und dieses komische Vorbereitungsturnier jetzt mal im Finale gegen Brügge. Es ist ein tolles Vorbereitungsturnier, das kann man gar nicht anders sagen. Überzeugende Leistung und das so früh in der Saison, genauer gesagt vor der Saison. Das macht natürlich Appetit auf die neue Spielzeit. Und heute bekommen wir also unseren Sieger und ich bin mir sicher, das wird ein Riesenspiel. Ich hoffe ja immer noch, dass ich in dieser Transferperiode vielleicht ein Angebot von einem anderen Verein bekomme. Dann würde ich auch wechseln, wenn ich denn darf. Also nur mit einer Dreierkette, aber bei Bedarf rücken natürlich die Mittelfeldspieler zurück. Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Vielleicht müssen Sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. So wird Montpellier heute spielen. Sie sind heute recht defensiv eingestellt, oder sehe ich es falsch, Buschi? Ja, sieht erstmal so aus, aber die Außenverteidiger gehen natürlich mit nach vorne aus der Fünferkette. Und dann sieht das schon ganz anders aus. Erstmal geklärt. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Und mit dem Dreierpack im letzten Spiel, da hat er seine starke Form eindrucksvoll unterstrichen. Auf ihn müssen Sie aufpassen. Macht er gut hier. Chance zum Konter jetzt. Das ist jetzt eine Chance. Was macht er denn? Ah, oh, ich kann noch nicht köpfen. Oh Mann. Er will abseits gehen. Oh Mann. Gute Ballannahme, obwohl sie da natürlich an ihm dran sind. Okay. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Spielt er den Ball in den Strafraum? Ja, könnte was werden. Eieieiei. Wahnsinn, er hält ihn. Jetzt die Ecke. Abwehrversuch, scheitert, Szene geht weiter. Sie machen die Räume im Moment sehr eng. Er will den Ball. Steht jetzt sehr defensiv, tun im Moment wenig fürs Spiel. Jetzt der Vorstoß. Macht er gut. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Jawohl. Ich dachte, er wäre drin. Wahnsinn. Wie hat den noch gehalten? Aus der Entfernung. Großartig. Das wird Torwart Gott. Manuel Neuer oder was? Da kommt die Ecke. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Oh. Und da ist der Ball wieder. Biel. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Abseits. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Da bekommt er Unterstützung. Jawohl! Wenigstens die Vorlage. Und damit geht das Spiel hier so richtig los, würde ich sagen. Ja, hol mal den Pott. Und das ist einfach ein Weltklasse-Tor. Allerdings die Abnahme technisch perfekt. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Also ich habe die erste Saison ja leider auch offline gespielt. Also man fängt mit Stärke 66 an, wenn ich mich nicht täusche. Mittlerweile durch das Training und Spiele halt bin ich auf 79 nach einer Saison. Weiß nicht, ob er Stürmer die richtige Position war. Ich schätze mal, ein Mittelfeldspieler ist mal ein bisschen mehr im Spiel. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass. So steht man ja doch mehr oder weniger nur vorne rum. Macht halt dann die Tore, wenn man es kann. Also, wenn man nicht ich ist. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Guter Vorstoß da jetzt. So, Flanke kommt flach rein. Was macht er draus?
Und jetzt die Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Also wenn er von da abschließen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz, kein Schmolzig. Also ich habe vielleicht vor, dann zukünftig vielleicht so Spieleperlen oder Klassiker mal anzutesten, die ich entweder ganz früher mal gespielt habe oder die halt immer heißen, ja, das ist das, und so super Spiele. Also ich habe jetzt momentan eigentlich 3 bzw. 2 Spiele im Auge, weil einmal der erste und der zweite Teil, also von Sacred 1 oder Sacred 2 oder Giant Citizen Kabuto. Da kommt noch das ein oder andere dazu, aber da... Da werde ich dann noch eine Abstimmung machen. Oder ihr schreibt es in die Kommentare. Ach, nicht erinnern. Oder macht noch irgendwelche Vorschläge. Es geht weiter. Ja, Finale, zweiter Akt. Schauen wir mal, welches Team hier besser aus der Pause kommt. Machen wir mal was bisschen was für unsere Passstatistik. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Ja, super. Højbjerg. Manaken. Hat er jetzt Højbjerg gesagt? Spielt er da für Pierre Emil Højbjerg? Nein. Alle Details sind geklärt. Er wird wechseln. Spiel! Ja, schönes Ding. Sind richtig gut drauf heute. Ein weiteres Tor. Und der Gegner muss ja, schöner Pass. Dass ihm das hier nicht komplett entgleist. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Den Ball will er nicht hergeben. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oder er ist vielleicht jemand ein FIFA-Trainer unter euch, der mir mal ein bisschen FIFA-Spielen beibringen kann mit Tricks, Pipapo. Ich bin ja eher sehr schnörkellos und direkt. Das war Højbjerg, okay. Spielt er jetzt bei Brügge? Jetzt der Ballverlust. Sie kommen jetzt über außen. Kommt jetzt die Flanke? Ja, könnte was werden. Und jetzt die Chance. Und er ist drin. Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Was macht der 3 Buden? Und mit dem Tor ist der Dreierpack perfekt. Richtig starkes Spiel. Sie bekommen ihn nicht wirklich in den Griff. Ja, aber geil aus. Kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient. Das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten heute. Das ist eine beruhigende Führung für sie. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Delors. Schöne Aktion. Gefährlich. Und jetzt der Schuss. Der Pass. Stark gemacht. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore. Eine Weltklasseleistung. Ihr holt wahrscheinlich 3 Vorlagen, oder? Richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung. Schon sein dritter Treffer. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Er hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Sieht gefährlich aus. Zieht einfach mal ab.
kein Tor. Da blocken sie den Ball. Das war noch Hand. Ferry. Kann er was draus machen? Jetzt vielleicht. Was macht er denn? Gefahr ist erstmal bereinigt, ganz sicher geklärt. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Er will jetzt den Ball. Zu früh gestartet, es gibt Abseits. Jetzt gibt es also einen Wechsel. Ja, und es wird natürlich jetzt interessant zu sehen sein, wie gut der neue Mann mit dieser Rolle zurechtkommt. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Mori. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt schießt er. Oh, schlecht gespielt. Bei diesem harmlosen Versuch. Schabani. Sie verlieren den Ball. Fünf Minuten haben wir noch auf der Uhr. Aber der Sieger steht ja eh schon fest im Grunde. Congré. Ferry. So, und da wollen sie jetzt natürlich auch ein klein wenig auf Zeit spielen. Das ist unübersehbar und das ist ein wenig frustrierend für den Gegner. Manaken. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Komm. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Das sind jetzt Bilder, die man auch einfach mal stehen. Ich hoffe, das war jetzt mit diesen Vorbereitungsturnieren. Ich finde ja den Frank Buschmann eigentlich in echt total klasse. Ich liebe ja immer dieses Prozedere zu beobachten. Also da ist Konfetti, da sind Fontänen, da sind Luftschlangen, da sind vor allem aber auch Kameraleute und Fotografen, die sagen, halt doch mal den Pokal da links, halt doch mal den Pokal da rechts, halt doch mal hier. Und als Spieler denkst du, hau ab, du Lurch, hau ab, ich will feiern. Ja, ist doch wahr. Ja, Buschi, leg dich nicht auf. Wo sind seine Blenden? Ja, aber ist doch wahr. Gut, guck dir das an. Herzlichen Glückwunsch. Können wir uns darauf einigen? Ja, Gratulation natürlich. Ja gut, das war dann wieder die Daily FIFA Mission, nenne ich es jetzt mal. Mit Shabani Nonda in der Spielerkarriere. Ich... Alles grün mal, okay. Sag dann bis morgen quasi. Ciao.